Hepiniz hoş geldiniz. Derneğimiz 2001 yılında 18 sene önce Rusya sahasında kuruldu. Kurulduğunda 10 kişiyle yola çıkan derneğimiz bugün yaklaşık 140 üyesiyle Darmstadt'tan Giessen'e kadar bulunduğu şehirlerde üyelerimize, işverenlerimize hizmet vermektedir. İçinde yaşadığımız toplumun çoğulculuğu ve kültürlülüğü bize bazen Weihnachten Essen ile bazen iftar programı ile bir araya gelmemize vesile olmaktadır. Bu da bu toplum içinde hepimizin her dine, her inanca, her anlayışa saygı ve muhabbetimizin olduğunu göstermektedir. Özellikle Alman dostlarımızın da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bizim birlikte yaşama ve başarılı olma azmimizi arttırmaktadır. Sonuçta hepimiz aynı geminin içindeyiz ve birlikte kazanıp birlikte bu ülke için, insanlık için ve dünya için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz DTGB olarak çoğu zaman iftarlarla ve değişik aktivelerle sizlere, üyelerimize ve topluma karşı topluma katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Yine böyle bir iftar davetinde hep birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Ve geldiğiniz için sizlere yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ederiz. Biz ve bizim gibi faaliyet gösteren iş adamları dernekleri kendi işlerinin arasında böyle fahri, kutlu bir görevi icra etmeye çalışıyoruz. Elbette zaman zaman aksaklıklar, eksiklikler oluyor. Ama biliyoruz ki bütün bu sorunları ya da çözümleri sizlerle hep birlikte aşabiliriz ve aşacağız. En önemlisi bizleri böyle bir akşamda birlik ve beraberlik içinde Alman dostlarımızla da birlikte bizim için çok önemli olan iftar yemeğinde birlik ve beraberliğimizi bu vesileyle pekiştirmektir. Çok iyi biliyoruz ki siyasetin diliyle ticaretin dili aynı değildir. Kısacası bizler şu anda Almanya'daki siyasal gelişmeler ve yabancı toplum aleyhine olumsuz gelişmeler bizleri son derece tedirgin etmektedir. Ancak aynı zamanda Almanya'da yani ortak yaşadığımız ülkemizdeki destekler ve yabancı düşmanlığına karşı olan olumlu gayret ve çabaları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hukuk ve adalet her şeyin üzerindedir. Şunun altını bir kez daha çizmek isterim ki biz iş adamları olarak her zaman topluma, çalışanlarımıza ve yaşadığımız ülkeye daha yararlı işler yapmanın peşindeyiz ve olmaya devam edeceğiz. Christen, Juden, Budisten, Hindus und so weiter und so weiter. Auch die nicht, die zu einer Religion angehören. Sie alle können auf diese zutiefst humanistische Werte und Botschaften verständigen und dahinter sich versammeln können. Gestern hat die deutsche Verfassung das Grundrecht, Grundgesetz ihren 70. Geburtstag gefeiert. Dieses wunderbare Dokument, das die Freiheit und Würde des Einzelnen betont und das Zusammenleben in Deutschland organisiert. Neben dem Artikel 1, mit der ist die Würde der Menschen unantastbar, dabei geht es nicht um Würde der Deutschen, sondern Würde jeden Einzelnen, egal aus welchem Land, egal wo sie hingehören. Und dazu gehört auch Artikel 4, Religionsfreiheit. Und das heißt, jeder kann so glauben, wie er mag. Der Ramadan ist ein friedliches Fest und doch müssen und wollen wir gerade auch eine solche schöne Zeit der vielen Opfer religiös motivierten Terroranschlägen gedanken. Zuletzt in Sri Lanka und davor in Neuseeland. Die Opfer unterscheiden sich nicht in ihrer Religionszugehörigkeit. Für uns sind sie aber vor allem eines. Sie sind Menschen wie wir alle. Ein menschenverachteter, rassistischer Islam- und christlichfeindlich motivierter Anschlag ist darum ein Anschlag auf uns alle. Wir unterscheiden nicht zwischen Menschen aufgrund ihrer Religion, Hautfarbe oder Geschlechtes. Für uns alle Menschen gleich, wertvoll, das aber unterscheidet uns von den Tätern. Das Hass, die hassen die Menschen. Ich möchte dabei ein
Volksdichter, ein Sufi und ein Philosoph stehen. Er sagte, Hass ist mein Feind, ich hasse niemanden. Das war Yunus Emre. Benim görüşüme göre hem bedenlerimizdeki hem aynı zamandaki ruhlarımızdaki günlük kavgaların, günlük uğraşların ve mücadelelerin bıraktığı tozları götüren bir dönem olarak kabul ediyorum. Ruhlarımızın ve bedenlerimizin temizlendiği bu dönemin özellikle milletimize, ülkemize ve tüm dünya, insanlık alemine hayırlı olmasını diliyorum. Ailemden öğrendiğim kadarıyla biz Müslümanlar orucu sadece ve sadece dinimizin, İslam'ın 5 şartından biri olduğu için tutmuyoruz. Açların hal ve durumunu anlamak için de orucumuzu tutmuyoruz. Tüm dünyadaki insanların açlığın sona ermesi için Müslümanlık aleminin oruç tuttuğuna da inanıyorum. Ve istatistiklere baktığımızda her 10 saniyede bir çocuğun, her 8 saniyede bir insanın açlıktan öldüğü bir dönemde biz Müslümanların bu insanları unutmayacağımızı ve unutmadığımızı burada yinelemek istiyorum. Arkadaşlarım biraz önce açıkladılar. Özellikle yaşadığımız bu günlerde başta Almanya ve Avrupa'daki çeşitli ülkeler olmak üzere aşırı sağa karşı bir eğilimin olduğunu gözlüyoruz. Buna tabii ki yabancı düşmanlığı, hatta İslam'a karşı bir fobi olarak da görebiliriz. Bu vesileyle özellikle Ramazan döneminin kardeşlik, birlik ve beraberlik, hoşgörü ve karşılıklı saygı anlamında Türk ve Alman dostlarımız arasında birlikte kutlanması benim için ayrı bir mutluluk. Ben hepinize gelecekteki Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için hepinize ve ailelerinize mutluluk getirmesini, huzur getirmesini diliyorum. Sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi akşamlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Herzlich für diese Einladung und ich freue mich, dass die Zahl bei diesem traditionellen Fastenbrechen jedes Jahr sich steigert und es immer mehr deutsche Gäste auch gibt, die hier an diesem Abend teilnehmen. Zur Bedeutung des Ramazan wurde sehr ausführlich ausgeführt. Ich möchte mich eher auf die Netzwerkarbeit hier dieses Verbandes, dieses Vereins beschränken. Turgut Yüksel hat es angesprochen. Die deutsche Verfassung ist jetzt 70 Jahre alt geworden seit der Verkündung und die deutsche Verfassung kann man auch, das Grundgesetz kann man auch als eine Erfolgsgeschichte für die Bundesrepublik Deutschland werten. Und diese Erfolgsgeschichte hat natürlich auch deshalb ein so grandioses Erlebnis gehabt, weil eben auch Migranten dazu beigetragen haben, dass heute die wirtschaftliche Stärke von Deutschland eben auch sich vergrößert haben. In den 60er Jahren wurden viele türkischstämmige Menschen hierher angeworben und sind hierher gekommen. Und es sind auch unsere Eltern, unsere Großväter, diejenigen gewesen, die gemeinsam mit den Deutschen dieses nach dem Zweiten Weltkrieg kaputtgegangene Land wieder aufgebaut haben. Und insofern ist es schön, dass heute im Jahr 2019 Menschen eben wieder zusammenkommen, heute miteinander ja sogar verheiratet sind, miteinander verschmolzen sind, sich weiter miteinander vernetzen. Und das ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass wir auch in der Zukunft weiterhin gemeinsam in Frieden, in Freiheit und sehr glücklich zusammenleben können. Wir sind in der Rhein-Main-Region wirtschaftlich sehr stark aufgestellt und wenn ich hier in die Rhein schaue, haben wir auch sehr viele türkischstämmige Unternehmer, die also auch zu diesem wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Und es ist aus diesem Grunde auch wichtig, dass wir uns in dieser Zeit, es wurde schon mehrfach angesprochen, wo rechtspopulistische Tendenzen in Europa sich vergrößern, nicht auseinander dividieren lassen. Und es ist schön zu sehen, dass man also hier auch gemeinsam für die Grundwerte unserer Gesellschaft und des Grundgesetzes einstehen kann und entsprechend gemeinsam hier auch weiterhin demokratisch, friedlich und freiheitlich zusammenleben möchte. Ich möchte Ihnen allen einen schönen Abend wünschen, ein gesegnetes Ramadan
und dem Verein, insbesondere dem Vorsitzenden Turgut Sezgin, der das auch seit Jahren erfolgreich hier führt, weiterhin viel Erfolg wünschen bei der Vereinsarbeit. Und ich glaube, wenn Sie mich brauchen, ich stehe Ihnen immer gerne zur Verfügung. Heusenstamm ist nicht weit weg und wo ich Ihnen helfen kann, tue ich das auch gerne. Einen wunderschönen Abend, gute Gespräche und ja, wir sehen uns auch hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Halil Öztaş. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Müslüman alemi için özel ve mukaddes bir zaman dilimi olan Ramazan ayının önce kendi iç dünyamızda, sonrasında da yakın çevremizden başlayarak tüm insanlığı kuşatacak bir huzur ve dinginlik ortamına vesile olmasını yürekten diliyorum. Ramazan ayının insanları oruç ve diğer ibadetlerle manevi arınmaya sevk eden bir mahiyeti olduğu gibi dostluk, yardımlaşma, şefkat, merhamet, konukseverlik, komşuluk gibi insani değer ve duyguları daha fazla yaşamaya ve yaşatmaya yönelten bir boyutu da var. Ayrıca iftar sofraları, sosyal statüsü, ekonomik imkanları, dini inancı, milliyeti birbirinden farklı insanları buluşturan çok özel ve müstesna bir vesile aynı zamanda. İftar sofraları bu yönüyle yüce dinimizin temel mesajlarından olan hoşgörüyü de temsil ediyor. Bu bakımdan Ramazan ayının aynı zamanda toplumsal barışa ve huzura katkı sağlayan bir yönü olduğunu da görüyoruz. Kıymetli konuklar, 50 yılı aşkın bir süre önce Türkiye'nin değişik yörelerinden Almanya'ya gelen insanlarımız bir yandan bu ülkenin ekonomik kalkınmasına, refahına önemli katkılarda bulunurken bir yandan da farklı kültürel yapıları ve dini inançlarıyla bu ülkeye zenginlik katmışlardır. İnsanlarımız bu ülkede kurdukları sivil toplum örgütleriyle ve bu DTGB gibi iş insanları kuruluşlarıyla ve muhtelif derneklerle, cemiyetlerle hem dediğim gibi bu ülkenin sosyal, ekonomik yaşamına, refahına, huzuruna katkıda bulunmuşlar. Hem de kendi dini inanç ve kültürlerini de yaşama imkanına sahip olmuşlardır. Anadolu'nun çok kültürlü yapısını ve hoşgörü kültürünü yansıtan bu oluşumlar Almanya'daki toplumsal barışa da katkı sağlamaktadır. Benden önceki konuşmacı dostlarımız da ifade ettiler. Yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, İslam karşıtlığının, antisemitizmin ve her türlü ayrımcılığın artış gösterdiği günümüzde bu hoşgörü iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Yeni Zelanda'da camilere, Sri Lanka'da kiliselere, Amerika Birleşik Devletleri'nde sinagoglara yapılan saldırılar aslında hepimizi, yani tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu vesileyle söz konusu saldırılarda hayatını kaybeden tüm masum insanları saygıyla anıyorum. Bu akşamki gibi geleneksel iftar sofralarımız nefret tohumları ekmek isteyen çevrelere verilebilecek en güzel cevaplardan biridir. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
الزمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة Sie überschreiten das Maß. Segne all diejenigen, die dazu beigetragen haben, dass wir hier zusammengekommen sind. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrtes Protokoll, der Monat Ramadan ist der jährliche Anlass für den Rückblick im Leben. Es ist eine Zeit, in der das Gleichgewicht zwischen Leib und Seele gefördert wird. Insbesondere in der Zeit, in der wir leben, geht es um das Bewusstsein um die Zeit. Es geht im Monat Ramadan um die Entschleunigung unseres beschleunigten Alltags. Es geht darum, wie es bereits gesagt worden ist, um innere Ruhe. Ich möchte vier Tugenden mit Ihnen teilen, die ganz, ganz wichtig sind im Monat Ramadan. Zum einen ist das die Spiritualität. Durch die Frömmigkeit, durch die Gebete, durch das Fasten, was ein Gebet für die Muslime ist, wird das Gleichgewicht, die Balance zwischen Geist und Körper hergestellt. Denn nur in dieser Balance, in diesem Gleichgewicht, kann der innere Frieden hergestellt werden. Durch die Gebete in den Gemeinden wird die Gemeinschaft gefördert. Durch die Familien, die sich einladen, wechselseitig einladen, wird das familiäre Leben gefördert. Die Dankbarkeit spielt im Monat Ramadan eine ganz große Rolle. Ja, wir essen und trinken im Alltag, als wären das Selbstverständlichkeiten. Doch es sind keine Selbstverständlichkeiten, es sind Geschenke, es sind Gaben, über die das Bewusstsein im Monat Ramadan gestärkt werden soll. Das Mitgefühl und die Gemeinschaft sind weitere Tugenden, weitere Werte, die im Monat Ramadan maßgeblich gestärkt werden. Das Mitgefühl um die Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns selbst. Und wie es bereits gesagt worden ist und in dem Video, was uns vorgestellt worden ist, in dem Film wurde es gezeigt, dass wir in einem der reichsten Länder leben auf der Welt. Uns geht es gut, wir können uns vieles leisten, wenn nicht sogar alles. Ja, es leben Milliarden von Menschen auf der Welt, die deutlich weniger zu essen haben, gar sogar gar nichts zu essen haben.
Es geht nicht um das Hungern im Monat Ramadan, es geht um das Fasten. Das Fasten ist die Enthaltsamkeit, ist die Reflexion, ist die Selbsterziehung und Selbstbeobachtung im Monat Ramadan. Der Mensch, der Muslim, soll sich selbst beobachten und sein Leben kritisch hinterfragen, ob das Leben, wie er es lebt und wie er es auch letztlich ablebt, das Leben ist, was er leben möchte. Ja, es ist der jährliche Monat, in dem wir uns spirituell aufladen und das bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten Monat Ramadan anhalten soll. In diesem Sinne wünsche ich allen Muslimen noch einen segensreichen Monat, den Gästen noch einen schönen Abend und wünsche ein friedliches Zusammenleben auch in Zukunft. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Generalkonsul Karati, sehr geehrter Herr Sezgin, Vorsitzender des Deutsch-Türkischen Gewerbebundes, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Abend des Fastenbrechens, zu diesem Iftar-Abend. Es ist mir eine Ehre und es ist mir ein Privileg, heute hier sein zu dürfen. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle von einer anderen Einladung erzählen. Das klang vorhin in einem der Redebeiträge schon an, dass es doch eigentlich normal sein müsste, dass wir uns gegenseitig zu unseren Festen einladen. Dass das Fastenbrechen inzwischen ein ganz normaler Kulturbestandteil im Rhein-Main-Gebiet und in unserem Land sei. Ich weiß, dass es Länder gibt und gab, in denen es tatsächlich üblich war, dass sich die Christinnen und Christen und die Muslime und andere religiöse Vertreter zu ihren Festen gegenseitig eingeladen haben. Und in der vergangenen Woche war ich eingeladen zu einer privaten Iftar-Feier bei einer unserer Kooperationspartnerinnen, einer Muslima aus Frankfurt. Und sie hat uns erzählt, dass sie nicht nur für diesen Abend uns als jüdische Vertreter, eine jüdische Vertreterin, mich als Christen eingeladen hatte, sondern dass sie regelmäßig einmal im Jahr zum Iftar ihre Hausgemeinschaft einlädt in einem Haus mit 8 oder 10 Familien. Und die Familien kommen, egal ob sie muslimisch, christlich sind oder keiner Religion angehören. Und so müsste es ja eigentlich ganz normal sein, dass wir uns gegenseitig zu unseren Festen einladen und miteinander feiern. Und deswegen freue ich mich sehr über die Einladung, die ich für heute Abend erhalten habe. Es gab eine Kleinigkeit, das will ich hier wiederholen, weil das ging mir eben auch so. Wenn ich selber koche, dann muss ich dabei abschmecken und probieren, bevor ich die Sachen auf den Tisch bringe. Und ich bewundere die muslimischen Menschen, die kochen können für das Fastenbrechen abends und dabei ja noch nicht mal schmecken dürfen, was sie da später servieren werden. Und es schmeckt hervorragend. Ganz herzlichen Dank dafür. Zu Beginn des Ramadan haben der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen und Waldeck und der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau an die muslimischen Gemeinden ein Grußschreiben gerichtet und ich möchte ein paar Zeilen aus diesem Grußschreiben vorlesen. Sie und Ihre Glaubensgeschwister zeigen mit der Fastenzeit eindrücklich, so schreiben Sie, wie gelebter Glaube in den Alltag hineinwirkt. Wenn wir das richtig verstehen, dann geht es nicht nur um eine äußere Enthaltsamkeit und ein Einüben in das Verzichten, sondern es geht auch um eine innere Klärung und Vergewisserung über die Grundlagen des eigenen Lebens. Der Ramadan bietet die Chance, neu auf Gott, auf sich selbst und auf die Menschen im eigenen alltäglichen und im beruflichen und familiären Umfeld zu achten. In ihrer Tradition liegt die tiefe religiöse Bedeutung des Fastenmonats in der ersten Offenbarung an den Propheten Mohammed, die in der Nacht der Bestimmung durch den Engel Gabriel erfolgte. Die Nacht der Bestimmung lässt sich sicherlich nicht mit der von Christinnen und Christen gefeierten Heiligen Nacht gleichsetzen. Doch ist ein Zusammenhang dazwischen unverkennbar. Unsere Religionen bieten jede Menge Anhaltspunkte, um sich darüber auszutauschen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, immer weiter daran zu arbeiten, theologische Klärungen im Blick auf die Gemeinsamkeiten unserer Religionen herbeizuführen.
Uns ist daran gelegen, dass wir verstärkt in einen Dialog auch über theologische Fragen kommen. Wir sind überzeugt davon, dass sich das auch auf andere Themenfelder positiv auswirkt. Mit Bestürzung haben wir die Nachrichten der vergangenen Monate verfolgt, dass Menschen beim Gebet in Moscheen, in Synagogen und Kirchen von Attentätern ermordet wurden. In Trauer sind wir miteinander verbunden und wir sehen den Auftrag, gemeinsam überall die Botschaft zu verbreiten, dass Gewalt niemals im Namen unserer Religionen gerechtfertigt werden kann. Und so wie Bischof Martin Hein und Kirchenpräsident Volker Jung den interreligiösen Dialog unterstützen und selbst auch führen, so haben wir auch hier in unserer Region immer wieder gemeinsame Aktivitäten entwickelt. In Rüsselsheim vielleicht als wichtigstes Ereignis das interkulturelle Friedensgebet einmal im Jahr am Sonntag der Eröffnung der interkulturellen Wochen, gemeinsam gefeiert von christlichen und muslimischen Gruppen. In diesem Jahr wird es am 22. September sein und ich darf Sie heute schon dazu einladen und würde mich sehr freuen, den einen oder die andere von Ihnen an diesem Nachmittag im Katharina von Bora Haus in Rüsselsheim begrüßen zu dürfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.